seinen Ursprung. Und unser Traum hat seinen in einem Film, den wir gesehen haben, als Vanlife noch nicht so ein großes Ding war wie heutzutage. In Expedition Happiness geht es um ein Paar, das sich einen alten amerikanischen Schulbus ausbaut, um damit quer durch Amerika zu fahren. Wie wäre es, wenn wir selbst für längere Zeit mit einem Bus reisen könnten? Manche Ideen lassen einen nicht mehr los und anstatt sie zu vergessen, nisten sie sich im Kopf ein und beginnen zu wachsen. Und jetzt sind wir hier, in unserem eigenen, selbst ausgebauten Van, haben unsere Wohnung aufgelöst und bereisen Land für Land, Europareisende auf der Suche nach ihrem Zuhause. How would be up waiting for you if you had to leave? I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Unser Traum ist wahr geworden und wir leben seit über 4 Monaten das Leben, auf das wir so lange hingearbeitet haben. Und dennoch, seit wir in Schweden sind, schleicht sich leise der Wunsch nach einem dauerhaften Zuhause in unsere Köpfe. Woher kommen diese Gedanken? Denn als wir noch in einer Wohnung gewohnt haben, konnten wir den Auszug und den Start unseres Abenteuers gar nicht abwarten. Jetzt, wo wir unser Wunschleben tatsächlich leben, träumen wir wieder vom Gegenteil. Deshalb ist die Frage berechtigt: Warum wollen wir meistens das, das wir gerade nicht haben? Bis zum fertigen Zuhause auf 4 Rädern war ein langer, steiniger, auf dem wir viel Durchhaltevermögen zeigen mussten. Anfangs dachten wir, der Van sei nach einem knappen Jahr abfahrbereit. Die ganze Europareise war eigentlich für das vorherige Jahr geplant. Doch das Projekt wuchs sich zu ungeahnten Dimensionen aus. Wir steckten viel Arbeit bis in die kleinsten Details. Obwohl wir zu dritt daran werkelten, zog sich das Ganze sehr in die Länge. Es kostete uns viel Zeit, Geld und Nerven.
wir dann endlich fertig waren, war für uns klar, dass wir kommende Projekte zeitlich deutlich kompakter angehen würden. Trotzdem freuten wir uns natürlich wahnsinnig auf unseren Reisebeginn. Wir haben einen großen Teil unserer Sachen und Möbel verkauft, die wenigen übrigen Dinge eingelagert und schließlich unsere Wohnung übergeben. Nun waren alle Zelte abgebrochen. Der Traum begann. Anfangs war alles neu und aufregend. Wir steckten voller Euphorie. Es lief perfekt und noch reibungsloser, als wir es uns vorgestellt hatten. Wir waren durch und durch glücklich. Aber das Reisen wird zum Alltag und es passiert so schnell, dass wir uns an das Leben, das wir führen, gewöhnen. Ab einem gewissen Punkt bringt selbst ein Traum Normalität und Banalität mit sich. Alles Gute nehmen wir als selbstverständlich wahr. Die Eindrücke stumpfen ab, verschwimmen. Wenn das passiert, und das ist passiert, müssen wir innehalten. Innehalten und unsere Situation in Perspektive setzen. Realisieren, wo wir herkommen, was wir geschafft haben, wo wir gerade sind, welches Leben wir führen dürfen. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Es liegt an uns, die Augen zu öffnen und mit Dankbarkeit zu sehen, wie gut wir es haben. Denn meistens realisieren wir erst, wie schön Dinge, Momente, Zeiten waren, wenn sie vorbei sind. Ohne Dankbarkeit hört man nie auf, das zu wollen, was man gerade nicht hat. Was übrigens nicht heißen soll, dass wir nicht weiter träumen werden. Ganz im Gegenteil. Nur dürfen wir über den Pläne schmieden nicht das Leben in der Gegenwart vergessen. Denn eigentlich können wir alles, was wir für die Zukunft planen, auch schon jetzt haben, weil es sich zu einem großen Teil in unseren Köpfen abspielt. Also, was passiert mit dem Traum, wenn man ihn lebt? Er wird Realität. Er wird genauso real wie jeder andere Moment. In dieser Realität sind wir trotzdem immer noch wir selber, mit allen Herausforderungen des Lebens. Letztendlich kommt es darauf an, dass wir das Jetzt leben und nicht im Kopf schon drei Länder weiter sind.